Servus Leute, hier ist mal wieder euer Ems Only. Ja, und heute gibt's auf dem Kanal vom JB ein Gast-Live-Commentary. Ich bin hier gerade live, so knife, hier live-knife. Anscheinend hat der JB irgendwie keine Zeit. Dann hat er mich angeschrieben, ob ich mal ein Gast-Commentary bei ihm machen will. Och Gott. Diese Leute sind doch echt traurig. Wenn Fass brennt, dann immer drauf schießen und es kaputt machen. Weil. Das kann zu schlimmen Folgen führen. Gast Live Commentary hier von mir auf seinem Kanal. Bei mir findet ihr eigentlich ausschließlich Live Commentaries. Bin so der einzige Live Commentary Kanal, den es da irgendwie so gibt. Okay, der schießt da mit dem Noobtube. Der Puster war früher auch mal relativ viel in der Live Commentary. Oh ne, ist nur ein Helm. In der Live Commentary Szene drinnen. Oh, Glück braucht man immer, meine Freunde. Also ich mache so Live-Scheiße, Live-Shit. Weil ich nicht so der Commentator bin. Dafür ein besserer Spieler. Wie schon da. SR71 in der Haus. So, Black Ops Jungle, SR71, Chopper Gunner Hunde. Das dürfte so. So, ich glaube, die Claymore hat es schon gebracht. Hockt der da? Boah. Ich stehe eher so auf meine, hier, Commando. Galil, was laber ich? So, jetzt setze ich hier meinen Chopper an. Die Hunde sind draußen. Ich mache den Chopper mal in meinem Headset still. Das übrigens nur Stereo ist, leider. Ich habe da kein 5.1, also. Ich habe auch eher so Prat. Meine Hunde gehen ab. Get owns an. Zu mir noch. Wie gesagt, Live-Commentary ist bei mir eigentlich Standard. Gute Gameplay ist eigentlich auch Standard. Ich will jetzt hier nicht eingebildet wirken oder irgend sowas. Ich bin einfach, würde ich mal mich als netten Kerl von nebenan beschreiben, der einfach so ein bisschen zockt und Spaß hat, den Leuten irgendwie während dem Live-Commentary auch Tipps zu geben. Wie mit dem Fass zum Beispiel. Das war jetzt zwar kein gutes Beispiel, aber das kennt ihr ja. Wenn zum Beispiel ein vor dem Match Suchen zu stören spielt ihr zum Beispiel, dann schießt ihr mal ein Auto ein bisschen an, dass es brennt, und dann, wenn jemand vorbeiläuft, dann habt ihr ihn eigentlich immer. Gehört halt Glück dazu, aber nein. Und Chopper Gunner kann ich euch eigentlich auch nur sagen, ja, wer jetzt noch Black Ops spielt, zielt nicht, wie ich es gerade gemacht habe. Ist mir gerade auch eingefallen. Geht viel leichter, wenn man dann hier so die Leute einfach so wegbunzt. Okay, der ist unter dem Ding. Das ist vorbei. Oh, jetzt mache ich mein Headset mal wieder an. So. Ich habe gleich gewonnen. 30-0 wäre schon schick, muss ich sagen. Der Kerl war doch davor, da unten. Oh, Host Migration. Oh, noch erwischt. Geil. Ja, 30-0. Ich bin so der frei für alle Spieler. Da gibt es öfter solche Scores. Generell auch nicht so ein schlechter Spiel. Jetzt will ich mal die Killcam sehen mit dem Leck. Glück habe ich noch weiter geschossen. Ja, das war's von mir. Wäre nett, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch geben könntet. Schaut mal auf meinen Kanal vorbei, wenn es euch Spaß macht, solche Live-Commentaries zu sehen. Das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Peace.